Willkommen zurück in Manor. Wir haben in der letzten Folge ein paar falsche Haltestellen gesetzt. Das wollen wir jetzt mal ändern. Genau, die ist nämlich falsch. Und nämlich auf die Seite hier. So. Ne, die war richtig. Die anderen sind falsch. Hoppala. Nämlich die hier. Die hier auch. Genau. Die sind alle falsch gewesen. Die machen wir jetzt nochmal neu. Die ist richtig. Jetzt mal hier einen hin. Jetzt mal hier noch eine hin. Dann wird. Hier eine Haltestelle hinkommen. Dann haben wir es, glaube ich. Verbinden wir mal alles dahin. Dahin. Und fertig. Die Linie machen wir mal gelb. So, hoppala. Vielleicht sollte ich das nächste Mal die erste Linie anklicken und dann die Farbe stimmen. Ja. Genau. Dann hoffen wir mal, dass die sich hier gegenseitig nicht blockieren. Warum ziehen denn so wieder aus? Das verstehe ich ja gar nicht. Vor allen Dingen hier steht ein Gebäude und es verlassen, aber die haben die Nachfrage da. Das verstehe ich jetzt hier gar nicht. Über den Häusern kann ich es verstehen, da ist vielleicht die Nachfrage nicht da. Gut. Aber bei den Häusern, also ich habe ja eine gigantische Nachfrage nach den Häusern. Komisch. Hier der auch nochmal weg. Hoppala. Der hat keinen Zugang, also. Das sind für Probleme hier gerade. Das ist ja sehr seltsam. Okay, jetzt sieht es recht ruhig aus. Wer hat sich denn hier drüben das mit der Wolle ein bisschen verändert? Hier. Baumwolle immer noch ein Problem. Oder? Nee, ist weg. Perfekt. Hier, der hat mal wieder keinen Zugang. Weg damit. Hier haben wir immer noch ein kleines Stauproblem, das ist aber besser geworden. Hier immer noch wilde Spurwechsel machen. Sieht auch schön aus. Herrlich. Okay. Was könnten wir denn hier hinten in die Ecke noch einsetzen? Eigentlich noch Steinindustrie hin. Herzen gibt es hier leider nicht. Wo ist denn der Eingang? Ach, da vorne, okay. Mal ein bisschen drehen. Und dann. Ziehen wir die Straße da mal hin. Okay. Hä? Ach man, ja. Hätte ich mir echt fahren können, die Linien zu ziehen. Vielleicht nochmal richtig was her, wenn man hier so einen richtig schönen Stein fahren bei einer Autobahn.
So, genau die Oberleitung. Die reißen wir ab. Die wollen wir natürlich unterirdisch gern haben. So, dann kann es weitergehen. Hier wollen wir natürlich noch mal ein bisschen länger das Ganze ziehen. Machen wir das mal hier ganz grob kurz. Das sieht doch gut aus. Schön an der Autobahn so ein Steinbruch. Oh ne, warte. Halt. Ich glaube, ich bin dummes. Schmutz im Boden, ne? Ja, wir versuchen es mal. Mal gucken, was damit passiert. Damit ja dann auch eine Seuche aus. Das wäre auch was. Was haben wir hier? Wie keine Fahrzeuge. Oh. Aha, kann man. Wie viele fahren da? Ja, hier die ganze Zeit irgendwas abreißen. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Oh. Oh. Okay. Was passt denn hier einfach nicht so? Okay. Habe ich das vorher nicht gesehen? Habe ich es ignoriert? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja okay, das hier muss noch weg. Machen wir auch weg hier an der Straße. Eigentlich müsste man eine neue Gegend schließen. Wie so ein Dorf oder so müssten wir vielleicht. Ah, da drüben nicht, ne? Was würde sich denn hier mal anbieten? Hier mal die Straße kurz zu Ende ziehen. Die soll nämlich hier runter. Wollen sie denn vielleicht hier? Ja, hier hätten sie Bock zu leben. Okay, cool, cool, cool.
Reißen wir jetzt einfach mal ab, die noch über sind. Nee, der Truck muss bleiben. Wir könnten halt Wohnhäuser hier jetzt setzen. Das wird halt auch nicht viel bringen, ne? Wir setzen die einfach mal hier in die Ecke. Wenn dabei was entsteht, wäre es ja super. Wenn nicht, dann warten wir einfach ein bisschen. So. Ausgewiesen ist es, man muss sich da hochziehen, dann ist gut. Hier hinten könnten wir eigentlich noch Dörfer setzen. Dafür müssten aber die Bäume weg. Die auch lassen. So. Bauen wir dazwischen. Aber die Frage ist, wie machen wir denn überhaupt mit der Hochbahn hier auch weiter? Ist ja auch noch so ein Ding. Unser Geld müssen wir auch ein bisschen im Blick behalten. Machen wir massiv viel. Sehr gut. Mal schon exportieren. Ja, bauen wir nochmal noch ein bisschen wenig. Wie sieht es denn hier aus überhaupt? Also, finde ich, sieht jetzt nicht nach Baumwolle aus. Aber gut. 111 sind. Ist ja eigentlich auch der einzige Laden, der das hier macht bei uns. Bräuchte man noch mal so ein, dann wäre es. Okay. Die Fläche haben wir ja eigentlich so, aber ich möchte ungern hier jetzt weitermachen mit Wohnhäusern, so ganz klein. Kann ich hier eigentlich? Gerne hier noch Nutztiere reinfeuern. Aus. Ach, guck mal, hier kann man doch nochmal so ein kleines Eckchen reinmachen. So. Okay. Dann. Hier drüben möchte ich nochmal was ändern. Schauspieleranwesen. Setzen wir hier so ein paar Geschäfte hin. So, da kann er noch. Ja. Dann. Jetzt müssen wir mal so ein kleines Eckchen vielleicht nehmen.
Nee, das ist auch nicht schön. Hier soll nichts hinkommen. Boah, ein, zwei Häuser setzen wir hier hin. Und wir nehmen das Haus von ihm. Ah, ich muss das hier hin. Das ist ein bisschen zu groß. Was bringt das hin? Echt verschwendet, wo ich es gerade hingesetzt habe. Was kommt hier hin? Das Ding. Reiß mal ab. Und doch die Heuer sein. Perfekt. Mann. Was ist denn hier los? So. Okay. Immer noch außer Stau. Warum? Den Bug haben sie doch behoben. Das ist jetzt eine Frechheit. Anzeigefehler? Das muss ein Anzeigefehler sein, weil es... Mal darauf achten. 6500 haben wir ungefähr jetzt. Ja, gleich nochmal rein. Wenn dann da ein Zug ankommt, hier haben wir einen Unfall. Okay, der hat sich vielleicht nur gedreht. Perfekt. Uns egal. Und wir gucken jetzt nochmal bei der Linie mit. Elbe geht gut ab. Nummer 3. Genau die 3. Linie wird gar nicht benutzt. Was ist denn das? Ach, das ist... Ja gut, dann die schwarze Linie. Die löschen wir. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Dann sparen wir uns Fahrzeuge und Kosten. Das Straßenbahnnetz. Okay. Wo ist die weiße eigentlich? Ja, das ist ja die hier.
Und ich fette hier einmal nur im Kreis. Ich brauche auch keine drei Fahrzeuge. Da reichen ja zwei aus bei dem kleinen Kreis. Okay. Ja, die Frage hat sich immer noch nicht aufgelöst, wo jetzt die nächste Stadt hinkommt, die kleine. Aber wahrscheinlich muss es hier vorne hin. Oder wir kaufen uns das Stück Insel. Ja gut, das ist nur noch zur Hälfte drin, das ist ja auch blöd. Hier wird auf jeden Fall eine Privatinsel entstehen. Schönen Häusern. Aber die Insel ist nicht so gut drin. Setze ich hier noch so eine kleine Insel? Das ist ja auch was, oder? Und dann kann ich ja hier theoretisch einfach. Rüberziehen. Lass mal hier so eine Insel entstehen. Also. Oh je. Ich mach hier nichts kaputt, ey. Dafür ist aber wahrscheinlich jetzt gerade zu spät. Oh Gott. Oh Gott. Nee, okay, alles cool. Ach, gar kein Stress. Okay. Okay, dann lassen wir hier noch so ein kleines Dörfchen entstehen. Das lassen wir dann auch hier rüber anbinden und vielleicht, ja gut, lassen wir mal komplett ohne Autos. Da kann man nur zu Fuß hin und dann machen wir hier auch nochmal eine kleine Straßenbahn mit drauf. Das wäre doch eigentlich ganz gut, aber das kommt in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss.